Hallihallo, ich habe wieder das gleiche an wie der Naked Review, also wie im Video. Und ja, ich habe gerade Zeit, deswegen mache ich noch eins hinterher. Und zwar mache ich jetzt einfach mal spontan den Get Your Freak On Tag mit. Mach ich den mit? Ihr wisst, was ich meine. Egal, wir fangen jetzt einfach mal an, ne? Frage Nummer 1. Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Nö, alle nennen mich Machi. Ansonsten, als ich klein war, haben sie mich alle Patatina genannt, was auf Italienisch so viel wie Kartoffelchen heißt. Und das war so, weil ich sehr, sehr helle Haare hatte als kleines Kind, die dann im Laufe der Zeit dunkler wurden. Und ja, Kartoffel, German und also weil alle sagen, ja, Deutschen sind Kartoffeln. Deswegen wurde ich Patatina genannt, Kartoffelchen, aber den Namen hat jetzt meine Nichte mir weggenommen, weil sie komplett hellblond ist, so richtig krass blond und blaue Augen hat. Und ja, den gönne ich ihr, den Spitznamen. Frage Nummer 2. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Wenn ich nicht einschlafen kann, dann wackele ich. Also dann mache ich immer den da so. Also ich lege mich dann so auf die Seite und dann wackele ich so. Das und was noch? Eigentlich nichts, eigentlich nur das. Ja. Frage Nummer 3. Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Nö. Nö, hab ich nicht. Nein. Welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? Das mach ich nicht heimlich. Das mach ich bei jedem Song. Und das ist mir auch Wurst, wer dabei ist. Fünftens, über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Kleinigkeit, über die ich mich am meisten ärgere. Wenn man nach Hause kommt und auf dem Esstisch einfach mal seine Jacke ablegt, das schmeißt sie dann immer da drauf und denkst mir so, willst du mich verarschen? Warum legst du deine Jacke da drauf? Oder wenn er seine Schuhe im Flur auszieht und die einfach da mitten im Weg stehen bleiben. Versteht es nicht. Was noch? Kleinigkeiten. Wenn ich gerade das Sofa gemacht habe, also die Kissen richtig hingelegt habe und alles und es richtig schön aussieht, mein Mann dann kommt, sich da drauf wirft und wieder alles durcheinander macht. Ja. Ich weiß, ich bin gestört, aber. Ja. Frage Nummer 6. Was tust du, wenn du nervös bist? Das macht mich nervös bin. Ich kratze mich immer hier. Hier so. Ich habe sogar einen Beweis. Moment. Ich zeige es euch. Seht ihr das? Ich habe mich das vor kurzem gekratzt. Und ich merke das nicht, wenn ich mich kratze. Ich merke das wirklich nicht. Also ich kratze mich schon immer und mir fällt es nicht auf. Und dann sagt jeder immer zu mir, warum bist du da so rot? Und dann denke ich mir so, hä? Warum bin ich denn da rot? Keine Ahnung, ich merke das nicht mal, wenn ich mich kratze. Ich kratze mich dann immer so. Ich mache dann immer den da. Keine Ahnung, voll komisch. 7. Auf welche Seite des Bettes schläfst du? Ich schlafe rechts. Also auf der Seite, wo die Tür ist, aber das liegt eigentlich auch nur daran, weil der Kleine sein Bett dann da ist. Und ich muss ja dann morgens aufstehen und ihn aus dem Bett holen, deswegen. Ja. 8. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Mein erstes Kuscheltier war Rudolf, das Rentier mit der roten Nase. Und zwar war das so. An meinem 7. Geburtstag wollte meine Mama mir diese DVD kaufen von Rudolf. Ich wollte sie nicht haben. Wir waren im Saturn damals. Ich wollte sie partout nicht haben. Dann habe ich aber gesehen, die DVD und nebendran war noch das Kuscheltier. Also es war so zusammen so ein Paket mit Kuscheltier und DVD. Ich habe gesagt, okay, die will ich dann doch. Hat mir meine Mama gekauft und das war dann so. Wir hatten früher einen Hund, bis ich 11 war. Und der hat dann die Nase von Rudolf abgeknabbert. Okay, diesen Rudolf, den hatte ich überall mit. Ich bin, als der Schnee draußen war, mit dem Ding rausgelaufen und hab den in Schnee gelegt und mit Rudolf einen Schneeengel gemacht. Ich habe mir mit Rudolf, den Film Rudolf, 200 Millionen Mal angeguckt. Ich habe mich dann hingesetzt, den Film angemacht und ihn neben mich gesetzt. Ich habe ihn zum Schlafen gebraucht, konnte nicht ohne den schlafen. Dann war das so, ich habe ihn gehabt bis vor 2 Jahren
Und da hatte ich ja auch noch einen Hund und der hat dann sein eins Auge abgeknabbert. Und es war für mich so die totale Erinnerung an meine beiden Hunde und es war so schön. Nur ich bin dann umgezogen, ich habe dann eine Zeit lang bei meinem Papa gewohnt und meine Sachen waren im Keller und da waren Mäuse und jetzt existiert Rudolf leider nicht mehr. Das ist voll traurig, echt, weil ich hatte ihn so lange und ja. Dann, neunten, welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? Ich habe keins, was ich mir immer bestelle. Ist immer unterschiedlich, worauf ich gerade Bock habe. Ganz ehrlich, also ich habe kein Standard-Starbucks-Getränk. Neuntens, hatten wir schon. Zehntens, gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber nie selbst einhältst? Ja, dass man manchmal alles rumliegen lassen soll. Dabei mache ich es selber. Also bei mir ist es so, ich reg mich halt über ihn auf, dass er es rumliegen lässt, weil er es ja dann nicht wegkommt, sondern ich es dann mache. Aber bei mir ist es so, ich lasse es dann rumliegen und dann liegt es auch 2-3 Tage rum, egal was es jetzt ist. Die Sachen liegen dann 2-3 Tage rum, bis ich sie dann wegräume. So, ja. Dann, 11. In welche Richtung schaust du beim Duschen? In welche Richtung ich beim Duschen schaue? Schon gar keine Richtung. Keine Ahnung, in welche Richtung ich beim Duschen gucke. Was ist das für eine Frage? Was soll ich das riechen? Kein Plan. 12. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Nö, also habe ich nicht. Das Einzige, was ich kann, das kennen aber viele. Also das mit die Zunge rollen, so. Und die so hin und her drehen, also so. Mehr kann ich nicht. 13. Gibt es eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst? Also wenn schlechtes Essen jetzt mit ungesund gemeint ist, dann McDonald's. Ja. Und KFC. Also da hier, meine Freunde. KFC, da kommt nichts dagegen an. Ja, KFC auf jeden Fall. 14. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Nö. Nein, gibt's nicht. 15. Zeit zum Schlafen. Was hast du wirklich an? Das wüsstet ihr gerne. Nein, Spaß. Ich habe immer so eine kurze, so Shorts an, ganz kurze. Also so Chiller-Shorts und Chiller-Oberteil. So gehe ich eigentlich schlafen. Also so im Sommer meistens. Also, wenn ich dann aber jetzt, also hier in Deutschland, wenn ich in Italien bin, dann ist es viel zu warm. Und dann nur mit Unterwäsche. Und im Winter meistens auch mit einer kurzen Hose, aber komischerweise dann mit einem langen Oberteil. Also langärmeligen. Oder so dreiviertel. Ja, keine Ahnung, woran das liegt, ne? Ja, das war der Get Your Freak On Tag. Und ich bin total aufgedreht heute. Ich weiß nicht, was los ist. Auch wenn es jetzt nicht so krass rüberkommt. Ich würde jetzt am liebsten hier so im Dreieck springen. Ja, das war der Tag. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr andere Tags von mir sehen wollt, also dass ich andere mache, dann lasst mich wissen. Lasst mich wissen, welche. Und schreibt es mir dann in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.